So, die Paare bitte auf die Fläche. So, wir haben gewählt aus dem Basic-Programm frei zusammengestellt. Seid ihr so lieb und steht alle, genau? Okay. So, wir starten dann auf der Gegenüberstellung und tanzen eine Jack Forward in Cuban Rocks. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, ja? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
sehr populärer Schritt, in eine Delay-Action. 2 und 3, 4, 1 in eine Alemana. Und 2, 3, 4, 1 in die Figur Sliding, dort in klassischer Haltung. Und 2, 3, 4, 1, was auch mal wieder eine Renaissance haben sollte. Ende. 2, 3, ich liebe das 4, 1. Und 2, 3, Spirale. Und 2, 3 in eine Open-Facing. Wir gehen einen Grundschritt frei aus Gegenüberstand. 3, 4, 1. Und 2 und 3 und 4, 1. Und 2 und 3 und 4 in Fan-Position. 2, 3, 4, 1. Jetzt tanzen wir den Eingang der Figur Fencing. Wir tanzen aber kein Fencing, also wir tanzen die Figur Fencing ohne Fencing. Und 2, 3, 4, 1. Und wir tanzen Crabwalks. Und 2, 3, 4, 1. Und 2 und 3 und 4, 1. Vielen Dank, Petra. Dankeschön. Ja? Okay. Merci. Okay. So, wie ich schon sagte, in der Evolution der Choreografie kam dann also Disco, da bin ich stehen geblieben. Dann kamen eigentlich die 80er Jahre, wo es, finde ich, Horst hat gestern gesagt, dass das Thema Geschwindigkeit und Sportlichkeit, also das Thema Geschwindigkeit, schon eigentlich fast ausgereizt ist. Also schneller geht es eigentlich gar nicht mehr. Ne? Man sollte eigentlich wieder ein bisschen langsamer tanzen. Deswegen auch das Thema Stillness vom letzten Jahr. Aber in den 80ern war es ja alles sehr sportlich im Sinne von diesen Pots, die man getanzt hat und die Andrea Lang, genau, Pirouette, ich weiß nicht, ob du dich an die Figur noch erinnerst, Horst. Ja, okay. Ne? Und ich, im Moment muss ich sagen, bin ich so ein bisschen auf dem Retro-Trip. Ich baue ganz viel 80er-Jahre-Sachen ein. Ja, also zum Beispiel den Pot da unten, von unten nach oben, oder auch mal Andrea Lang, genau, mal wieder ein Horse and Cart. Ja, nicht das, wie die Dame da hysterisch durch die Gegend rennt, der Herr Bertro, sondern so ein bisschen moderner. Aber all diese Retros aus den 80s finde ich im Moment ganz interessant, ganz spannend. Ja, das mal wieder zu überleben, aber in Kombination mit Technik. Das heißt mit technischen Abläufen, die ich verändere, die ich irgendwo irgendwas ausgrabe, wie also zum Beispiel das mal wieder so ein Fencing, warum nicht mal wieder die Figur Fencing? Ne? Es gibt ja immer so Figuren, die im Trend sind, wie zum Beispiel die Sliding Door. Ich glaube, es gibt nicht ein Paar, was keine Sliding Door Rumba tanzt. Es gibt nicht ein Paar, was diese Figur Martha. Promenade Run. Und dann machen wir den kleinen Strosi-Pusi, der kommt hier gleich, und dann drehen die Dame irgendwie raus. Das ist so eine klassische Figur in Samba, die tanzen aber auch in Cha-Cha, in Rumba, Pasodoble, mittlerweile auch in Jive. Dankeschön. Die haben alle irgendwo im Programm drin. Also es gibt immer so einen gewissen Mainstream, das ist ja so, auch in der Mode gibt es einen gewissen Mainstream, den man irgendwo mitmacht, entweder mehr oder weniger. In der Musik gibt es einen Mainstream, so also auch im Tanzen etwas, wo man sagt, das ist International Latin Dancing, diese Dinge gehören dann dazu. Aber ich mag schon den Paaren bei diesen schon Programmen, die wertbar sind für die Wertungsrichter, immer so was Besonderes einzubauen, was eben nur die tanzt und kein anderer tanzt, also so eine spezielle Sache, die ganz besonders für sie zugeschnitten ist. Und das dann kombiniert mit technischen Abläufen, mit Überraschungseffekten oder Abwandlungen von technischen Abläufen. Das werden wir Ihnen gleich zeigen, was man zum Beispiel aus Cuban Rocks machen kann, wie man zum Beispiel den Overturned whatever the figure is called, mal anders enden kann, dass das für das Auge als Überraschung, Überraschung ist. Und ich glaube, ich hoffe, eine Choreografie zusammengestellt zu haben, die relativ, die interessant ist. Ja? Und die für mich, und das ist ganz wichtig,
Auf jeden Fall Paartanzen ist. Ja, auf jeden Fall Paartanzen. Ich habe viele Entscheidungen manchmal nicht verstanden in den letzten Turnieren, gerade bezüglich auch auf der Weltmeisterschaft, dass also ein Paar wirklich ein Paar sehr gut zusammentanzte und dann eine viel schlechtere Wertung bekam als ein Paar, was eigentlich nur nebeneinander her sprang. Ja, also für mich ist das Paartanzen immer noch Nummer eins, wobei die Charakteristik natürlich so ist, dass ich in Rumba mehr im Paar zusammentanze als zum Beispiel in Cha-Cha, aber auch in Cha-Cha soll ich zusammentanzen. Ja? Das Rumba hat natürlich wesentlich weniger Elemente zum Publikum, weil das Thema von Rumba ist was? Was ist das Thema von Rumba? Können wir mal ein kleines Forum machen? Was ist das Thema von Rumba? Eigentlich? Was möchte der Herr? Ich sage ja immer Herr, nicht Mann. Der Herr, ich bin ja noch alter Schule, Medikeller. Was sagt der Herr? Der Herr möchte die Dame ja haben. Er möchte sie haben, auf jeden Fall. Die Dame ist sicher nicht sicher. Ja, mal will sie nicht, also ein bisschen Klischee jetzt, aber das ist die Story. Ne? Der Mann ist ja nicht, oder es wirkt ja nicht männlich, wenn ich als Mann mich hinstelle und sage, ja, weiß ich jetzt doch nicht, das ist ja nicht unbedingt männlich. Ja? Wobei ich das auch nicht mag, wenn die Damen nun vollkommen des Wahnsinns Kessel Beute sind, vor lauter Grammar. Ja, finde ich auch nicht so toll. Ich mag es gerne ausgewogen. Okay? So, ich unterrichte jetzt einfach mal, und da nehme ich jetzt mal die Martha. Ich will jetzt hier nicht zu viel vortanzen, fand ich auch nicht mit schneller Musik, weil sonst brauche ich wieder ein Sauerstoffzelt. Genau. So, wir beginnen in einer Seit-an-Seit-Position. Und Sie kennen alle eine Figur, die habe ich Ihnen schon vorgetanzt, Martha. Die wurde, glaube ich, von Brian Watson mal erfunden, ne? Oder ist Sandberg, was nicht mehr, ne? Oder Donnie Burns, maybe Donnie. Und die haben auf einmal irgendwie auf der GOC alle russischen Paare getanzt. Ich weiß nicht, wie das war. Jedenfalls machten alle Paare diese Figur. Und deswegen nenne ich das immer russischen Sprung. Mittlerweile nennen die Russen das auch schon russischen Sprung. So, das heißt, ich gehe um sie rum. Genau. Bleib erstmal stehen. Genau. Und tanze, gehe in der Position an Latin Cross. Und der Ausgang ist da so ein bisschen Twist-Turn-artig, wie eine Twist-Turn-Passo-Doppel. Ja? Haben Sie bestimmt alle schon gesehen. Ich mag das sehr gerne, die Figur. Und das haben wir in dieser Folge jetzt mit einer Spirale. Das heißt, die Dame tanzt eine Spirale auf 4. Drehen Sie mal. 4, 1 und endet dann zum Publikum. Ein bisschen mehr. That's nice. Okay, so. Und ich mache währenddessen den fröhlichen Russischen. Das heißt, wir haben das. Genau. So, langsam. Und ich habe hier eine berührte Dame, die toucht die Dame, habe 4, genau, und 1. Bringen Sie rüber, die Dame tanzt eine 3-Schritt-Drehung, 2 und 3 zum Publikum und hole die Dame zurück und 4. Ja, und dann kann sie mich entweder gleich angucken, sie kann auch vor lauter Drama erstmal weggucken, egal, zumindest stehen wir dann wieder zusammen. Okay, so wir zeigen das nochmal. Ich wollte ganz bewusst mal nicht mit offener Gegenüberstellung anfangen. Ja, ich sage mal gleich warum. Das heißt, ich bin zu weit weg. Also, Dame dreht, ich gehe los, 4, prima. Gehe rum und 1. So, es baut sich hier ein bisschen Zug auf, aber das ist ja, müssen Sie ja nicht wissen, das sehen Sie ja. So, und wir haben 2 und 3. Und 4. So, also sehr paarbezogenes Tanzen. Und jetzt machen wir von hier Cuban Rocks. 2, 3, 4, 1, 2, and 3, and 4, 1. So, das ist für mich Touching with Touching, nicht Touching without Touching. Und ich kann auch alleine schon eine Hand choreografieren. Mir ist das unheimlich wichtig, dass Mann, Herr und Dame sichtbar sind und männlich heißt nicht, Thema Ladies First, dass ich dich packe und sage, jetzt geht's doch mal los, meine Liebe hier. Ja? Das hat nichts mit männlichem Tanz zu tun. Ich bin alte Schule. So, ich liebe es, Ihre Hand zu fassen. Ich liebe es, Ihre Hand hier in mein Herz zu legen. Herz, genau. Okay, und ich liebe Ihre Schulter zu spüren. So, und das ist für mich auch Choreografie. Nicht nur jetzt der Schritt, sondern auch das, was ich daraus mache. Okay? Ne?
wobei ich allzu große, danke Martha, sehr schön, vielen Dank Martha, Theatralik. Du brauchst nicht die Figur mit mittanzen, keine Angst. Das machen wir am Schluss dann. Okay, es gibt ja auch diese Dinge, machen wir diese Invitation nochmal. Open Facing Position, ja? Nicht schlecht. Also gut, ne? Genau. So, wo die Dame also eine halbe Stunde steht und dann erstmal es nicht schafft, die Hand, dann wird die Hand gegriffen, sie finden sich nicht und dann haben sie sich. Und dann ist eigentlich die Runde zu Ende. Dankeschön. Ja? So, das kann ich nicht mehr sehen. Das sind alles so Sachen, wo ich mir sage, also nee Leute, muss man zwei Jahre später Bart irgendwie, ne? Also fasst euch mal schneller an. Gut, das können Sie ja mögen, können Sie auch gut bewerten, finde ich, aber irgendwie mittlerweile kann ich es nicht mehr sehen. Okay? So, ich bitte jetzt alle Paare auf die Fläche und mal kurz dieses schöne Entree zu tanzen. Red. So, I count in English because it sounds nice and everybody understands for sure. Okay? Red. So, 2, 3 and a 4 and 1 and a 2 and 3 and a 4 and a 2, 3 and a 4 and a 2 and 3 and a 4 1. Am Ende endet die Dame auf dem rechten Fuß und dreht dann schon ein bisschen nach links an und löst sich vom Herren. Sie. Pokomas. Okay, that's it. Nice. Okay, nochmal bitte. Achtung. Ready? Und. 4 and 1 and a 2 and 3 and a 4 and a 2, 3, 4, 1, 2 and 3 and a 4, 1. Very nice. Okay? So, jetzt haben wir danach eine Figur, die ist. Christina, darf ich dich mal ausleihen? Can I borrow you? Okay. So, wir machen noch mal von hier. 3. We have 3 and a 4. Ist ein ganz anderes Gefühl jetzt mit Christina, wenn du das ganz anders tanzt. It's a different feeling, but also nice. So we have 2, 3, 4, 1, 2, and 3. And a 4, 1. So, und jetzt wird es aber hurtig. Ja, weil wir haben ja Unterschiede. Schnell, langsam, liebevoller, etwas more dramatic, some a little bit more sensitive, and now we have a little bit more. Okay, so that was 4-1. I count this first fast, slow, because it's very fast. 4-1, now we do. And 2. And 3. And 4. And 1. Ja, die Dame tanzt also vorwärts, Schritte leicht geswippelt, Herr rückwärts. Aktion, Reaktion. Dame ist da, Herr ist später. Okay, you understand for sure everything. 4-1. And a 2 and 3 and a 4 and 1. Okay? Prima. So, alle Paare mal. Mhm. For 1 and 2 and 3 and a 4 and 1. Nice. Bisschen schneller. No. Okay, Achtung, nochmal von der 4-1. Und 2 and. Sorry. I count 4-1 and 4. And 4-1 and 2 and 3 and 4 and 1. Okay, so nochmal ganz von vorne, sehr schön. Ganz von vorne bitte bis dahin, dass ihr auch seht, das Timing sehen, dass es also schnell losgeht, dann zwischendurch sehr langsam wird, wieder schneller wird, also die Emotionen sich abwechseln, ja? Ready. 2, 3 and a 4 and 1 and a 2 and 3 and a 4. 1 and a 2, 3, 4, 1, 2 and 3 and a 4, 1 and a 2 and 3 and a 4 and 1. Nice. Very nice. I hope you like it. I hope you like it.
Okay. So, jetzt sind wir im Sit. Und jetzt tanzen wir Cuban Rocks in einem, ja, Sit-Position. So, Sit-Position für mich ist für den Herrn natürlich niemals mit dem Popo nach hinten. Ja, sondern ein bisschen mehr mit dem Popo nach vorne. Für die Damen vielleicht ein bisschen mehr hinten, aber auch nicht wirklich hinten, okay? So, Sie sehen bei Martha, dass auch eine geöffnete Position der Schenkel sehr ästhetisch aussehen kann, wenn man das ästhetisch macht. Ne? Okay, auch eine ästhetische Ausstrahlung zu haben. So, wir machen jetzt ein bisschen Rock und machen ein bisschen Schnusi-Pusi-Husi-Musi. Genau. Das kann man dann eigentlich, wenn man eingespielt ist, auch so lange tanzen, wie man will. Richtig. Genau. Und dann geht sie hoch und dann kommt gleich was Neues. Okay? So, einmal nochmal von vorne, inklusive Schnusi-Pusi at the end. Ready. Two, three, and a four, and one, and a two, and three, and a four. One, and a two, three, four, one, two, and three, and a four. One, and a two, and three, and a four, and one. Two, three, four, one, two, three, und weiteres fort. Okay, so das zeigen wir Ihnen erstmal mit Musik. Two, three, four, and one. Two, and three, and a four. Two, four. Two, and three, and a four. One, and a two, and three, and a four, and one. Two, three, four. Two, three, and a four. Okay, thank you very much. Thank you. Danke. Okay. Good. Okay. So, in diesem Falle ist es mir auch wichtig, dass ein Rumba nicht unbedingt eine Story da ist. Ja, also man sagt, da ist eine Story im Rumba. Ich finde, es gibt in Rumba keine Story, weil eine Story ist etwas, was beginnt mit etwas und dann ist da eine Handlung und dann gibt es ein Ende irgendwo. Ja, das heißt, in einer Kür, würde ich sagen, da gibt es eine Story. Ja, oder kann es eine Story geben? Ja, obwohl ja letztes Jahr oder vor zwei Jahren, da wurden sie mal am Schluss erschossen bei den Kühen. Ich weiß nicht, lagen sie mal tot auf der Fläche, fand ich auch ein bisschen komisch. Ich habe eine Kühe-Weltmeisterschaft gewählt, da wurde sie nur geschossen. das war jetzt beim letzten Mal nicht mehr so. Aber da finde ich schon, Story kann sein. In Rumba ist es mehr eine Abwechslung der Gefühle, weil es gibt in einer Rumba keinen Anfang, kein Ende, keine abgeschlossene Geschichte. Ja, sondern es basiert alles auf ja, verschiedenen Emotionen, verschiedenen Aktionen, Stimmungswechsel und so weiter und nicht unbedingt auf eine Story. Aber es sollte alles einen Sinn haben und nicht sinnlos sein. Ja? Und ich hoffe, dass das, was ich hier mache, Sie nicht sinnlos finden. Ja? Ich finde, es hat eine Idee. Okay?